Okay, Stefan, so jetzt sind wir fertig mit Training oder Match. Und jetzt ist man natürlich noch nicht ready, um nach Hause zu fahren. Ne? Denn was passiert jetzt? Wir starten mit dem Cooldown. Was machen wir da direkt nach dem Spiel? Ja, also grundsätzlich ist es einmal sehr ratsam, dass man mal 2-3 Runden um den Platz einfach mal ganz locker rumjoggt. Also wirklich fast geht, also einfach nur, dass man wieder runterkommt, dass der Körper weiß, es ist vorbei. Und dann zeigen wir euch noch ein paar Stretching-Übungen für den Schulterbereich, für die Beine, für den Rumpf. Und dann könnt ihr euch gemütlich in die Kantine setzen und ja, was essen. Wir starten mit einer Stretching-Übung für den Latissimus und für den Schulterbereich. Und zwar auf den Knien bzw. auf den Unterschenkeln. Der Po geht auf die Fersen. Wir strecken die Arme nach vorne, die Schultern versuchen wir unten zu lassen, hier. Ja, und hier seht ihr schön, dass man hier dann die Dehnung reinbekommt. Auf der Seite das Gleiche macht man dann Richtung Seite. Vorsichtig, langsam, dass hier gestretcht wird. Und dann hier kann man noch ein bisschen nach unten gehen, dass man auch nach vorne den Brustbereich ein bisschen dehnt, die Arme dehnt. Das ist nämlich das, was am meisten beansprucht wird beim Tennisspielen. Genau. Und gerne in der Endposition bis zu einer Minute halten, damit ihr wirklich da den Effekt habt, den ihr haben wollt, dass der Muskel lang wird. Ja, und wenn es dann zum Cooldown geht, dann kann man natürlich den Hüftbeuger auch dehnen. Auch eine klassische, einfache Übung. Man geht ein bisschen in die Schrittstellung, gibt das Knie am Boden und dann drückt man das Becken langsam nach vor, dass man wirklich hier vorne den Zug spürt und das kann man dann halten. Es soll nie wehtun, aber man sollte den Zug spüren. Man kann dann immer ein bisschen nachdrücken, vielleicht leicht wippen. Da gehen die Meinungen auseinander, aber ich mache das gern, dass ich so ein bisschen ganz vorsichtig reinwippe, damit wirklich da alles aufmacht und die Muskeln gedehnt werden. Ja, und dann natürlich noch eine Übung für den Rücken. Für mich besonders wichtig, weil der ist ziemlich steif nach einer längeren Karriere. Man legt sich am Rücken, streckt einmal ein Bein aus, das andere ist angewinkelt, schaut in die Richtung und der Fuß geht rüber in die andere Richtung und dann lässt man den schön langsam runter und kann mit der Hand das Knie Richtung Boden drücken und das kann man auch wieder halten und natürlich auf der anderen Seite machen und das entspannt den Rücken. Es geht euch dann sicherlich am nächsten Tag besser. Und zum Cooldown gehört dann natürlich auch noch mehr als nur dehnen. Also ich persönlich habe es selber erfahren, also Eisbad für mich war immer ein Traum. Also mir hat es sogar Spaß gemacht, auch wenn es richtig weh tut, aber es ist super für die Muskeln. Den Spaß konnte ich nie so richtig teilen, aber okay. Es gibt natürlich noch andere Elemente, die die Regeneration beschleunigen. Das ist die richtige Einnahme von zum Beispiel Proteinen, Aminosäuren. Ganz wichtig, viel, viel, viel Wasser trinken. Das sind auf jeden Fall wichtige Elemente, um wieder ready zu sein fürs nächste Match oder fürs nächste Training. So, wir haben euch jetzt viel gezeigt in unserer Videoreihe und zwar das Warm-up für den Oberkörper, für die Beine, Übungen für die Auge-Hand-Koordination und fürs Cooldown. Wir hoffen, dass wir ein bisschen was vermitteln konnten, dass ihr was für euch, für euer Training mitnehmen könnt. Uns würde natürlich interessieren, was sind eure liebsten Warm-up-Übungen, was macht ihr vor dem Tennis, was macht ihr für die verschiedenen Bereiche. Lasst uns wissen, was ihr so macht. Stefan, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und ja, wie Nicola schon gesagt hat, ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Ich kann euch nur vorschlagen, nehmt euch eure Übungen raus aus denen, was wir euch gezeigt haben. Vielleicht findet ihr noch ein paar andere und habt immer den gleichen Rhythmus, weil der Körper merkt sich das und wenn ihr immer das gleiche Aufwärmtraining macht, der Körper merkt sich das, der ist dann ready fürs Tennisspielen und beim Cooldown ist es genau dasselbe. Advantage you.